Wenn dein Umfeld negativ ist, wenn du von Nöten, Krankheiten, Problemen umgeben bist, steh wieder auf. Zeige Mut und steh hin und sage zu dir selber, ich lasse mich in dem oder von dem, wo mich umgibt, nicht mehr prägen. Ich habe Gott an meiner Seite und Gott wird mir die Kraft zeigen, wieder den Mut zu finden, das Richtige zu tun. Ich behaupte, wenn du und ich nur genug tief in uns hineinhören, wüssten wir eigentlich alle, was wir tun sollten. Denn tief in unserem Herzen ruft Gott uns zu. Doch neigen wir ehrlich gesagt dazu, ja auch diese Stimme zu überhören, sie nicht wahrzunehmen oder sie von Entschuldigungen auszubremsen. Enttäuschungen, wo wir erlebt haben, Unrecht, das wir erlitten haben, Fehlschlägen, die uns widerfuhren, halten uns davon ab, das zu tun, was Gott eigentlich mit dir und mir tun möchte. Vielleicht spürst du schon lange, dass du kündigen solltest und dir einen anderen Job suchen. Oder du hast das Gefühl, du solltest bei der Arbeit kürzer treten, um mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Oder vielleicht bist du unmotiviert und willst eine Beziehung, eine Lehre oder Stelle aufgeben, spürst aber, dass du daran festhalten bzw. es durchziehen solltest. Vielleicht willst du schon lange eine neue Beziehung wagen, eine Reise antreten, einen mutigen Schritt gehen oder vielleicht sogar ein Buch schreiben. Doch dann kommen die Ausreden. Ausreden wie, ich bin eigentlich viel zu beschäftigt oder ich bin zu müde, ich bin zu wenig talentiert, ich bin zu wenig attraktiv, mich will eh niemanden heiraten, ich bin zu alt, ich bin zu verletzt, um es nochmals zu versuchen. Und all diese Ausreden halten dich und mich davon ab, den Traum, den Gott tief in uns hineingelegt hat, auch wahr werden zu lassen. Es fällt uns leider viel zu einfach und viel zu leicht, uns mit diesen Ausreden vor unseren Träumen und Möglichkeiten zu verstecken oder uns davor zu drücken. Leider stagnieren viel zu viele Menschen schließlich in einem mittelmäßigen Leben. Doch die gute Nachricht heute ist, Gott, unser Gott im Himmel, hat nie aufgehört zu träumen. Gott bricht nie einen Traum ab. Wenn er einen Traum, eine Zusage, ein Versprechen oder eine Hoffnung in unser Herz hineingelegt hat, wird er höchstpersönlich alle Hebel in Bewegung setzen, damit es auch zur Erfüllung kommen kann. Ich weiß, du magst mir vielleicht jetzt sagen, ich halte seit 25 Jahren an meinem Traum fest, an meinem Eheversprechen fest. Doch unsere Ehe ist die reinste Katastrophe. Vielleicht sagst du auch, ich trage seit 15 Jahren einen Traum in meinem Herzen. Doch die Umstände sind immer wieder gegen mich. Ich gebe doch am besten auf. Vielleicht denkst du auch, du hast einfach nicht das durchgemacht, was ich alles erleben musste. Du hast keine Ahnung. Wenn du mein Leben, meine Krankheit, meine Schwäche hättest, würdest du auch aufhören zu träumen. Doch ich möchte dir heute sagen, Gott sagt zu dir, es ist nie zu spät, nochmals durchzustarten. Es ist nie zu spät, nochmals einen Traum wieder aufleben lassen. Du kannst alles werden, wozu Gott dich erschaffen hat. Egal, was du schon alles erlebt hast, egal, ob du Gott aus dem Weg gegangen bist oder ihn aufgegeben hast, seine Zusage in den Wind geworfen hast, Gott will und wird mit dir immer wieder. Er möchte das zum Ziel kommen. Das ist seine Bestimmung für dein und mein Leben. Doch wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Und unser Teil ist, dass wir uns aus der toten Zone des Lebens hinaus bewegen, der Zone des Ich kann nicht, es geht nicht, und uns wieder ins Land der Zusagen Gottes hineinbewegen und wieder beginnen zu glauben, beginnen zu träumen und wieder beginnen, kraftvolle Worte über uns auszusprechen. Denn niemand von uns ist zu jung oder zu alt, um nicht noch zu erleben, wie wahr werden kann, was Gott in unser Herz hineingelegt hat.
Denn solange du lebst, solange du atmest, solange du auf dieser Welt bist, besteht noch eine Möglichkeit, auch wenn sie nur winzig ist, deine Bestimmung noch auszuleben, deinen Traum noch zu träumen. Denn es ist nie zu spät. Der Traum und die Hoffnung und die Zusagen Gottes, die tief in dir am Schlummer sind, noch zu entdecken und auszuleben. Doch damit dies geschehen kann, müssen wir, du und ich, immer wieder lernen, uns immer wieder dazu entscheiden, Grenzen zu überwinden, Barrieren, die uns gesetzt sind, zu durchbrechen. Und dies beginnt wo? In deinem und meinem Denken. Mit unserem Denken, das mehr erwartet, das mit Wunder rechnet und sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden gibt. Dazu finden wir in der Bibel eine spannende Geschichte. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, dessen Vater König war. Sein Vater war ein böser Mann, ein Mann, der nicht nach Gott fragte und nur tat, was er wollte. Er betete andere Götter an und brachte so das Volk weit weg von Gott. Überall im ganzen Land ließ er Figuren anderer Götter aufstellen. Und je länger er König war und je länger er an der Macht war, umso mehr vergaß das Volk seinen eigenen Gott. Doch eines Tages starb dieser böse Vater, dieser böse König, und sein junger Sohn kam an die Macht. Dieser hingegen liebte den Gott der Israeliten und er wusste um die Macht und die Kraft unseres Gottes. Statt in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, vernichtete er im ganzen Land die Götzenfiguren. Und ganz ehrlich, das war kein einfacher Schritt. Obwohl er das Richtige tat, waren viele Menschen gegen ihn. Genau wie dieser junge König müssen auch wir alle immer wieder eine Entscheidung fällen. Wir müssen uns entscheiden, setze ich mein Leben in den Fußstapfen meiner Vorfahren fort? Vorfahren, die nicht ein gutes Leben führten, die nicht mit Gott unterwegs waren, die uns ein negatives Erbe hinterließen? Mache ich die gleichen Fehler? Umgebe ich mich mit den gleichen negativen Menschen? Beklage ich mich wie meine Eltern oder Vorfahren über die gleichen Probleme und kämpfe ich mit den gleichen Nöten? Oder könnte es vielleicht sein, dass ich hinstehe und diese Negativspirale stoppe, indem ich meine Geschichte und die Geschichte meiner Nachkommen wieder beginne, neu zu schreiben, indem ich das Richtige tue, indem ich wieder optimistisch bin, indem ich wieder an Gott glaube und Gott mehr zutraue. Der König, sein Umfeld, war negativ, aber er entschied sich, das Richtige zu tun. Und vielleicht ist auch dein Umfeld negativ. Du hast Menschen, die nicht glauben, du bist von Ungläubigen umgeben, Menschen, die dich nicht ermutigen, Menschen, die nicht davon ausgehen, dass du das Beste aus deinem Leben herausholen kannst. Dann, auch wenn dein Umfeld negativ ist, wenn du von Nöten, Krankheiten, Problemen umgeben bist, steh wieder auf, zeige Mut und steh hin. Und sage zu dir selber, ich lasse mich in dem oder von dem, wo mich umgibt, nicht mehr prägen. Ich habe Gott an meiner Seite. Und Gott wird mir die Kraft zeigen, wieder den Mut zu finden, das Richtige zu tun. Auch wenn Menschen gegen mich sind, auch wenn Menschen mich nicht verstehen und wenn Menschen mich sogar meiden oder auslachen. Auch der junge König fasste den Mut und stellte sich gegen die Traditionen und brachte so sein Volk wieder auf den richtigen Kurs und somit wieder zurück zu Gott, somit zurück zum Segen, somit zurück zur Fülle des Lebens und zu neuen Möglichkeiten. Ich liebe es, dass dieser junge König erleben durfte, wie Gott sich zu seinen mutigen Entscheidungen und zu seinen Handlungen stellte. Wir lesen in der Bibel, wie das beschrieben ist. Darum stand der Herr ihm auch bei und gab ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Und so will auch Gott uns Erfolg schenken. Erfolg schenken in allem, was wir unternehmen, wenn wir wieder den Mut aufbringen, das Richtige zu tun, aufzustehen und wieder zu glauben, dass wir einen Gott haben, dem nichts unmöglich ist. Dann werden wir früher oder später immer
erleben, wie sich Erfolg einstellt. Darum stelle dich deinen Barrieren in deinem Leben. Aussagen wie, das geht nicht, das macht man nicht, das ist zu einfach, akzeptiere sie nicht mehr und suche Lösungen. Suche den Segen, halte dich an den Verheißungen fest und auch du wirst erleben, dass Gott schlussendlich an deine Seite kommen wird oder schon an deiner Seite ist und dir Türen um Türen öffnen wird. Erfolg wird kommen. Und am Ende werden nicht deine Feinde, sondern du als Sieger dastehen. Warum? Weil du wieder mutig angepackt hast, was vor deinen Füßen lag. Neue Träume begannst zu träumen und dich nach dem gesehnt hast, was Gott dir versprochen hat. Und davon ausgegangen bist, dass du dazu bestimmt bist. Nicht ein Leben im Mittelmaß, sondern ein Leben von Sieg und Segen zu führen.